Was geht ab, Freunde? Ich bin's, Tim. Ich habe lange keine richtigen Videos mehr gedreht. Und zwar werde ich euch heute unser Office zeigen oben. Lass hochgehen. Ihr kennt uns immer von hier unten. Oben haben wir euch immer wenig gezeigt, außer in Stories und so. Ich dachte mir, bevor ich euch jetzt hier komplett volllade, zeige ich euch den ganzen Scheiß einfach mal. Ich bin richtig aus der Übung. Ich mache so eine kleine Office-Tour. Ich zeige euch das ganze Büro hier. Ich war gerade auf dem Klo. Tim's Manu war gefragt. Nee, wir hatten gestern so einen kleinen... Ich schwöre bei Gott, ich bin so abgefuckt darüber, dass wir diese Theke hier haben. Ich schäme mich dafür, dass die hier drin steht. Ich freue mich drauf, wenn wir die entweder kaputt schlagen oder entsorgen werden. Will ich zu viel verraten. Du weißt ja auch noch gar nicht, was wir machen, ne? Ich bin gespannt. Bis nächsten Monat werden wir das fertig machen. Ich zeige euch jetzt für mich einer der besondersten Räume, weil es ist wirklich ein krasser, sehr, sehr, sehr schöner Raum. Hier sind die Überbleibsel von damals. Was geht, Maniacs? Was nervt dich an Tim? Nichts, das hab ich jetzt. Du musst irgendwas jetzt sagen, was dich an Tim nervt. Ich nerv nichts an Tim. Tim. Gar nichts. Nein, Tim ist gut. Okay, Tim ist gut, ja. Und zwar die beiden Jungs helfen uns bei Ola Kala, haben Modedesign und Textiltechnologie studiert. Wirklich sehr, sehr krasse Jungs. Wenn Nico nicht irgendeinen Hirnschiss haben oder einen Hirnfurz, dann helfen die beiden Jungs uns daraus, anfassbare Klamotten zu machen. Artworks, die man angucken kann und so, das ist echt richtig besonders, auch sehr, macht echt sehr viel Spaß, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Freue mich richtig, richtig drauf, weil wir hier ein Labor reinbauen werden. Wir werden viel, viel schneller, viel krassere Klamotten haben. Und ich bin auch jemand, der dieses Handwerk so krass wertschätzt. Ich finde es auch schön, dass es einfach hier drin stattfindet. Also ihr könnt auch sehen, die Decke. Also für mich ist das so ein bisschen magischer Raum, das sag ich euch ganz ehrlich. Der hat schon so eine sehr, sehr besondere Energie und ich freue mich drauf, wenn hier dieses Labor und diese Bibliothek drinstehen wird. Das wird richtig, richtig heftig. Das hier ist für mich auch ein richtig besonderer Raum. Das ist ein Think Tank. Hier verbarrikadieren wir uns vor allem am Wochenende, wenn wir Ideen haben und unsere Ruhe brauchen und frei denken wollen. Was nervt dich an Tim Gabel am meisten? Ja, das Ding ist, dass in mir schon innerlich so viel gestorben ist mit Tim, dass ich so abgestumpft bin, dass mich nichts wirklich so richtig stört. Redet halt manchmal sehr unpassende Scheiße zu unpassenden Momenten, mit Leuten, die das nicht hören sollten und ja. Ich habe ihn einmal mit meinem Bruder mitgenommen und hat er meinen 13 Jahre alten Bruder erstmal therapiert, dass er sich unbedingt eine Rolex kaufen muss. Es gibt eine Sache, die nennt sich Ruffy. Die macht er ab und zu und das ist schon sehr traumatisierend, aber das kann man, glaube ich, nicht auf YouTube bringen. Tim, ich sag nur John Alexander. Normalerweise fehlt hier fürs Video Tim in der Ecke wie auf seinem Ball die ganze Zeit rum. Mach's mal vor am besten. Vor allem der Witz ist, es ist wirklich so. Ja, ich weiß, ist, kein traurig. Spaß. Ich würde es einmal gerne einfangen für die Cam, aber kannst du nochmal die Trockenübung machen? Seht ihr, wenn Nico sein Unwesen getrieben hat, da seht ihr aber die Jungs auch wirklich dann ein Menü gemacht für die Fitnessprogramm, was wir bald rausbringen. Ja, also hier das zweite Meetingraum, hier für Barrikadien und schmieren die Wände voll. Ansonsten, was aber witzig ist, ist die beiden. Aha, Seriosität wird hier groß geschrieben. Niki, herzlich willkommen. Nicole ist zuständig für die Finanzen, dass ja Nico und ich nicht mehr so viel Scheiße bauen mit dem Geld wie damals. Was stört dich an Tim Gabel am meisten? Er ist gottlos, kopflos, weil der einfach überall seine Sachen liegen lässt, sie vergisst. Der rennt ungefähr hier wie ein Huhn durchs Office und sucht sich jedes Mal seine Sachen. Handy, Schlüssel, Geldbeutel, egal was. Und dann kommt immer, hey, habt ihr meine Sachen gesehen? Natürlich hat es keiner gesehen, nicht mal du weißt, wo es ist. Ich muss für alle sprechen, aber auf jeden Fall ist es schon so, dass er im einen Moment immer hart den Boss raushängen lässt und im nächsten wie ein kleines Kind nur Faxen macht. Das hier war die einzige Müllhalde. Ich weiß nicht, ob wir auch nur ein Bild haben, um es einzublenden. Der ganze Schrott, der hier in dieser Firma war, wurde hier gelagert. Ne? Ob sie gefällt oder nicht, das hier ist der neue Platz. Es ist immer schön, wenn die Entscheidungen beidseitig gut gefunden werden, aber am Ende des Tages, das musste auch so geregelt werden. Der Typ hat einfach mal Justin Bieber. Jetzt Tacheles. Tim Gabel, was hast du ihm zu sagen? Bro, der hat halt ADHS, was soll man da machen? Der nervt halt immer. Und ich hab meine Kopfhörer auf, ich guck den kurz an, dann höre ich den auch anzugucken und der labert echt 20 Minuten lang immer noch weiter. Ja, dann wenn du in dein Zimmer gehst, läuft er mit. Bro, ja, der läuft dann echt mit und er labert dann trotzdem immer noch weiter und er nervt mich halt einfach ein bisschen dann anschauen. Geht er wieder? Nein, er geht nicht, das ist es ja. Also wann regt es dich auf? Sagst du es dem oder prügelt ihr euch dann? Nein, ich sag nichts, sondern... Ignorierst du ihn? Irgendwann mal verpiss dich mal endlich, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? So, was ja, und dann geht er. Nein. Weißt du, ob wir auch ein Bild haben von der Küche? Ey, das war früher, war das hier auch eine einzige Müllhalde. Es ging hier gar nichts, also so, warte nochmal, ich bin gerade ein bisschen der irritiert mich, weil der so rumkraft. Der raubt mir den letzten Nerv, schaut euch das an! Der ist perfektioniert, Digga! Wieso hast du eigentlich eine Perücke auf, Digga? Hä, das ist keine Perücke. Hä? Der war mein Friseur.
Mit meiner Mutter! Was war das? Hast du das nicht geplatzt? Hast du das nicht oben aufgeschnitten? Nein! Oh! Kann man so lost sein? Die Küche ist in einer Zeit entstanden, wo hier die Frage war, ob wir Mitarbeiter feuern müssen oder nicht, oder wo der Teil des Büros vermieten müssen, um dieses Minus, was sich angesammelt hat, zu decken. Dann haben wir hier Cash in die Hand genommen und haben echt eine schöne Küche reingebaut. Klar, jetzt fehlt noch ein bisschen Deko und so der ganze Scheiß, aber Leute können sich hier zumindest mal selber Essen machen und können sich hinsetzen, zusammen essen, frühstücken, Mittagessen und so. Das ist schon eine schöne Sache, so einen Gemeinschaftsraum zu haben. Hier ist Projektmanagement Office, da sitzt Jana, da sitzt Luki, da sitzt Vincent. Was nervt dich an Tim? Wow, was soll ich jetzt sagen? Ja. Impulsivität. Du kannst richtig alles sagen. Nein. Weißt du, wie so Vincent hier sitzt? Weil wir ihn ablenken? Ja. Hat der gesagt? Der hat mich angerufen, der so, Bro, bitte. Nein, bitte, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Alter, ich kann Stopp. Hat er echt den 31er? Hat er den 31er? Kann ich mir mit dem. Okay, Luki, was nervt dich an Tim? Boah, Kaltschnäuzigkeit. Und so ein Ticken asozial, aber immer noch ein großes Herz. Ein paar gesunde Schrauben hat er auch noch locker, der Mann. Bist du sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich mag die Leute, die drin sind, aber das hier sind richtige Hustler und das ist ein richtig langweiliges Office, weil die hier nur drin sitzen und sich totarbeiten. Was schon geil ist, so, vor allem für mich. Safe. Nein, aber es ist Real Talk, die arbeiten hier hart, aber hier ist vor allem so ein bisschen, das haben wir getrennt, weil die hier sehr ruhig und alleine arbeiten. Hier sind wir jetzt, kannst du zeigen, Content, also hier sitzt du drin, hier sitzt ein Das Witzige ist ja, eigentlich bin ich sofort der Erste, der sich ablenken lässt mit dieser ganzen Scheiße, aber jetzt gerade, wenn ich versuche, mich zu konzentrieren, fang ich schon so ab. Da hinten sitzt Gö. Jo, Gö, was passt dir bei Tim Gabel gar nicht? Digga, wo soll ich anfangen, Alter? Einmal Thema Pünktlichkeit. Wenn ein Meeting um 10 Uhr angesetzt ist, dann starten wir nicht vor 12 Uhr in der Regel. Aber lass mal noch was zu essen holen, Bro. Lass mal noch zu Hikari steppen vorher. Mit Tim zu reden ist wie in Wikipedia reinzulesen, okay? Du fängst mit einem Artikel an und dann siehst du ein Schlagwort blau unterstrichen, klickst drauf. 2 Stunden später weißt du nicht mehr, von welchem Artikel du kamst, aber du hast plötzlich 3 oder 4 verschiedene Artikel gelesen. Das ist Tim Gabel. Und das Allerschlimmste natürlich, Tim hat sein nicht gespürt. Der Rest hier ist eigentlich nur Steffen, Timmy, Maverick und mein kleiner Bruder und dann wird noch bald Nina kommen. Steffen, was nervt dich an Tim? Fangen wir mal Real Talk an. Es nervt mich gewaltig, dass er auf der einen Seite redet wie ein Astrophysiker und auf der anderen wie ein dahergelaufener Dulli. Junge, redet doch einfach mal an. Kotzt mich an. Darf ich noch mehr sagen? Es nervt mich, dass ich in seinen Insta-Stories dargestellt werde, als würde ich mit jeder Frau schreiben. Und dann, wenn er es hochgeladen hat, danach kommt er auch wieder so, hey Bro, hey, können wir bitte machen, hey Bro, bitte nimm's nicht so warm, Spaß, bitte. Was stört dich an Tim Gabel am meisten? Ich find's halt gut, dass er immer so pünktlich ist. Aha, also okay. Wenn du sagst, hey Bro, lass mal bitte 14 Uhr Meeting machen am Dienstag, dann könnte sein, dass er Donnerstag um 14 Uhr schon da ist. Oder anruft und sagt, hey, lass Freitag machen. Tim, seine Sätze sind immer meistens eine Seite lang. Wie willst du da einen Schnitt setzen, wenn der Satz nicht beendet ist? Tim, setz Punkte. Für mich ist das hier so eine kleine Media-Production, also die ganzen Sachen, ob es Ola Kala sind, ob es Produktvideos, Shootings sind, ob dieses Video es jetzt hier ist. Hier wird es produziert, geschnitten, gecuttet. Wir haben dieses Jahr auch sehr viel in Equipment investiert. Also auch vor allem dann, wenn die Kohle eigentlich nicht so wirklich da war, investiert weiter in Technik, um bessere Videos zu machen. Und so, ihr habt es vielleicht bei dem Ola Kala-Video gesehen. Auch Timmy, extrem begnadeter Typ, liebe es auch mit dem über diese ganzen kreativen Dinge mich auszutauschen. So. Für mich ist das so ein Raum, ich fühle mich hier extrem, extrem wohl, weil die Leute hier so vom Chaoten-Level sehr, wir sind uns sehr ähnlich, wir kommen hier rein, wir bauen erstmal Scheiße. Ich würde sagen, hier sitzt Maverick und der hat hier nur Scheiße gebaut, Digga. Der hat hier nur Scheiße gebaut. Dass der sagt, dass der sich dort hinsetzen will, ist die größte Frechheit überhaupt, Digga. Der ist der Erste, meine Rede. Von hier aufsteht, wenn du reinkommst und einfach nur hier rumsteht, ohne Hose oder so. Das hier ist eigentlich im Endeffekt so eine Art kleines Jugendhaus. Ich sag's euch, wie es ist. Irgendwann ist unser Brain so lash, dass wir nicht mehr, wir kommen nicht klar. Und dann fangen Thomas und ich halt immer an, hier mit den Bällen rumzuwerfen und Scheiße zu machen. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, dass du hier ziemlich geil Tennis spielen kannst. Guck dir aber gut. Du kannst halt gegeneinander spielen oder zusammen. Ja, Alter. Jeder Raum ist hier besonders, aber das ist für mich so ein sehr, sehr krasser Raum, weil hier, ey, ich habe hier so, was ich hier so alles erlebt habe an Sachen, Digga.
Ich habe hier Leute gefeuert, ich habe hier Leute rausgeschmissen, aber so, ich rede nicht von Leuten, die es nicht verdient haben, sondern Auseinandersetzungen, Konfrontationen, starke Momente. So jeder Sieg, jede Niederlage, jeder krasse Moment, der in diesem Laden stattgefunden hat, hat an diesem Tisch stattgefunden. Für mich ist dieser Tisch, Digga, ich sag's euch ganz, für mich ist das was richtig, richtig krass Besonderes, Mann. Ihr wisst, wie das war, Digga, am Anfang, jede Pflanze hier war kurz vorm Abhaken. Jetzt, guck mal, wie krass die gewachsen ist. Ich mag solche Kleinigkeiten mittlerweile sehr. Die spiegeln schon so ein bisschen wieder, was hier für eine Transformation passiert ist, Digga. So die ganzen kleinen Dinger. Wenn du weißt, wie diese Pflanze ausgesehen hat vor einem Jahr, Digga, dann, oder die, dann... Ey, Digga, der nimmt mich jetzt hops, wir werden jetzt gerade so aus dem Herzen sprechen. Daumen hoch für die Rede. Das ist schön. Also hier ist, ich finde die Aussicht sehr, sehr schön hier. Du sitzt hier mit Tim und wenn er dann irgendwie eine Ola-Kala-Kollektion plant, labert er halt einen ohne Witz hier 6 Stunden zu mit irgendwelchen Visionen und Ideen. Das ist echt krass. Nee, aber es ist echt auch krass interessant, aber manchmal ist viel zu viel des Guten. Aber hier ist Balkon im Sommer, ist es einfach geil. Das ist auch ein bisschen wie so ein Clubhaus, muss man ehrlich sagen. Ja, das ist nämlich 24-7 so in Betrieb. Studenten. Hier wird produktiv gearbeitet, aber... Man chillt trotzdem gerne so nach der Arbeit hier. Das Witzige ist, dass so die richtige Arbeit eigentlich auch oft auf diesem Balkon stattfindet. Also ich weiß, dieses konzentriert Arbeiten am PC ist eine Sache, aber hier, wo man sich so wirklich austauscht und so frei redet und daraus so krasse Ideen entwickelt, Alter, und so coole Ansätze. Alter, was für Videoideen wir hier schon hatten, was für Gespräche man hier hatte. Ey, das ist ein richtig, richtig besonderer Ort und ich freue mich auch drauf, wenn Sommer wird, dass wir hier dann auch endlich so Möbel holen und so, weißt du, dass wir uns nicht hinsetzen kann. Digga, sonst tragen wir immer diese Stühle aus dem Meetingraum hier raus. Yo, Sascha, eine Frage und zwar, was... magst du an Tim Gabel gar nicht? Wenn man sich unterhält und er seine Schuhe aussieht, das ist schwierig. Tim weiß ziemlich viel, deswegen fragt man gerne Tim was. Und er weiß auch immer die Antworten, nur das einzige Problem ist, Tim kann nicht eine kurze, präzise Antwort geben, sondern wird dann automatisch zum Autor und verfasst ein ganzes Buch. Also Tim kann extrem viel reden. Wenn du halt nur auf schnell was wissen willst, dann geht es bei Tim leider nicht. Sein Geschäftspartner, der eine da, der Witze macht und laut ist. Ja. Das mag ich auch nicht an Tim. Hier drin sitzt unser Cheatcode, den werdet ihr zur geeigneten Zeit kennenlernen oder die werdet ihr zur geeigneten Zeit kennenlernen. Die uns Affenbande hier so ein bisschen mehr als ein bisschen unterstützen und helfen. Hier ist der Ball. Ihr seht es, ich zögere schon so ein bisschen zu sagen, dass das hier mein Büro ist. Ich bin 3 Jahre alt, Mami, hab mir Pausen von gemacht. So immer hier, mein gepacktes Essen von daheim so und halt noch so ein Smoothie drin zu trinken und so komme ich zur Arbeit, Digga, und mit dem Rucksack. Also es sieht aus wie so ein Rückkessler, der in die Schule geht, ja. Ist das echt so? Es ist so ein bisschen was, wo auch die Leute mich dazu ermutigt haben, hier das Büro zu machen, weil auch der Deckenstuhl zum Beispiel ist übel schön, aber ich hasse dieses, wie soll ich sagen, so dieses prätentiöse, dieses angeberische, weil das ist schon eigentlich, Digga, ich bin 25-jähriger Kerl, ich brauche nicht so einen Tisch, ich brauche nicht so ein Büro, gib mir eine Abstellkammer, so mit vielleicht ein bisschen Licht und dann bin ich glücklich, dann kann ich auch arbeiten. Guck mal, ich bin auch ein unordentlicher Penner, muss man auch sagen an dieser Stelle. Digga, ich saß hier drauf, ich habe mich hingelegt, Bro, so mit Buch hier und du siehst diese Decke und chillst hier, da habe ich noch diese Box angemacht, Bro, Mucke gehört und ich war so, what the fuck. Ich bin nicht drauf klargekommen. Mich hat das übel abgefuckt. Das hat mich richtig entfremdet auch so, weil ich kenne wenige von euch irgendwo persönlich, aber die meisten Leute, die hier arbeiten, ob es ein Steffen sind, ein Timmy oder egal wer hier ist, es ist krass zu sehen, was daraus passiert ist. Und dann hat der auch so zu mir gesagt, Tim, ist schade, wenn du dich halt entfremdest auch vor deiner Community und eigentlich nur jetzt dieses Leben hier bei GN führst. Lass uns dir helfen, das unter einen Hut zu bringen, weil ey, ich bin auch die ganze Zeit extrem unzufrieden mit allem, was ich mache. Frag die Jungs, ey, ganz ehrlich, wir reden von Ola-Kala, von dem Design. Ich bin der Erste, der sagt, das ist scheiße. Nicht, weil ich irgendjemanden verletzen will oder so, sondern einfach, weil ich ein Perfektionist bin. Sehr hart mit mir selbst ins Gericht gehe und für mich einfach das, was ich in meinem Kopf habe, nie erreicht wird. Ich habe immer eine ganz klare Vision von den Dingen, wie ich sie haben will. Und genauso ist es auch bei Videos, bei Podcasts, bei den ganzen Sachen, die wir hier machen. Frag die Jungs, ich bin nicht der Erste, der hierher kommt ins Büro, weil ich bin jemand, der morgens alleine sein muss, daheim und lesen muss, damit ich mein Hirn irgendwie auf Trab halte. Es war eine ultra, ultra krasse Zeit und es war für mich einfach nicht möglich, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich habe für mich auch so einen kleinen Reset gebraucht. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, Digga, das ist so übel cringe, aber ihr habt gesehen, was wir letztes Jahr alles gemacht haben und ihr genau wisst, was wir dieses Jahr alles vorhaben. Also was für ein geistesgestörtes Pensum das ist. Und Digga, ich bin ein junger Typ. Ich habe viele Fehler in meiner Vergangenheit gemacht, ob das jetzt diese Sachen waren, die ihr alle mitbekommen habt letztes Jahr oder so. Ich stehe offen dazu. Ich wusste nicht, wie ich das alles unter einen Hut bekommen soll. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll online. Weil ich hier ein Leben führe, in der Öffentlichkeit denken von mir Leute, das ist Fitness-Tim Gabel, dann ist es der Gesundheits-Tim Gabel, dann ist es Professor-Tim Gabel so mäßig, dann ist es
der dumme Keck, den man halt hatet. Dann ist der unlustige Wichser, der Sidekick ist von Nico. Dann bin ich der Typ, der jetzt auf einmal Podcast dreht mit auf einmal einem Professor und dann einem Typen, der aus dem Rotlichtmilieu kommt. Ich bin unzufrieden mit dem Podcast, das ist scheiße gelaufen. Jetzt hätte ich mich besser vorbereiten können. Und dann habe ich nochmal 4 Gewerke von meiner eigenen Firma im Nacken. Ey, hier ist Abgabe für Klamotten. Tim, wir brauchen eine kreative Idee für das Shooting von A bis Z. Was machen wir genau? Und jeder unterstützt mich hier, aber ich habe es zu verantworten. Es sind so viele Dinge, wirklich, es sind so unfassbar viele Dinge, dass ich gerade nicht mal aufgezählt bekomme. Jetzt gleich werden wir 3-4 Stunden Kollektionsmeeting haben für die übernächste Ola Kala Kollektion. Und jetzt davor hatten wir ein Marketing-Meeting für die nächste Ola Kala Kollektion. Also auch wie quer man sich tief reinfühlen muss in Themen, Alter. Das ist eine Sache, die ist nicht einfach, Digga. Ich werde immer besser darin, aber ich will euch nur sagen, es ist so eine krasse Herausforderung. Auch jetzt gerade, Digga, ich habe gerade Flashbacks von Panikattacken, während ich darüber rede. Ich hatte vor 3 Tagen meine letzte Panikattacke. Aber ich komme trotzdem morgen mit frischem Elan und bin happy so. Man sieht mir das nicht an. Ich habe diesen Fehler, den wir gemacht haben, den Nico nicht gemacht haben, ich habe den offen vor euch ausgebadet. Ich habe jedem von euch erklärt, was passiert ist. Ich habe jedem von euch telefoniert und ganz genau jede Frage beantwortet, die damals war. Und ich habe jedem gesagt, keiner wird gefeuert, solange es in meiner Macht steht. Ich tue alles dafür, dass keiner gefeuert wird und dass wir das hier komplett 180 Grad drehen. Wir sind so kurz davor, das zu schaffen. All diese Fehler offen zuzugeben, zu sagen, ey, ich habe hier Scheiße gebaut, ich habe hier Scheiße gebaut und das sind Fehler, die ich gemacht habe. Lernt daraus, macht nicht den Fehler, lasst mich für euch auf die Herdplatte fassen. Es geht mir um eine Sache. Es ist einfach schlau, die Wahrheit zu sagen. Es ist schlau, transparent zu sein. Weil Lügen kommen immer raus. Es war nicht einfach, all diese Entscheidungen so zu treffen, wie wir sie getroffen haben. Das war die härteste Zeit, also eine der härtesten Zeiten meines Lebens, dieses gesamte letzte Jahr. Digga, so allein, dass ihr so hinter mir steht, so ist gut. Man macht sich über mich lustig. Ich mag das ja auch so. Das sind Leute, die mir Kontra geben. Das sind meine Freunde. Auch wenn ich deren Vorgesetzte bin und sagen, die Dinge, Tim, halt die Fresse. Nehmen mich hops. Weisen mich in meine Schranken. Ich lerne von denen, von jedem Einzelnen hier. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch einfach, dass die hinter mir stehen. Und die wissen, dass ich hinter denen stehe. Und das ist das. Diesen Zusammenhalt, den ich dieses Jahr gelernt habe zu leben mit diesem Menschen, Alter, ey, das ist was unfassbar Schönes und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass jeder das unterstützt hat. Und glaubt mir, auch jetzt, jeden Tag, wenn ich nach Hause gehe, fühle ich mich schlecht, dass ich nichts mache auf Social Media, weil ich nicht damit zufrieden bin und weil ich nicht den Weg finde zu kommen und zu sagen, ey, ich fühle mich wie, als wäre ich auch ein Jahr im Urlaub gewesen und ich weiß nicht, was ich meinen Freunden erzählen soll online. Ich weiß nicht, ich schwöre bei Gott, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, jetzt zu erzählen, was letztes Jahr alles gewesen ist. Und ihr wisst, bei vielen Dingen kann ich es nicht erzählen, ich darf es nicht erzählen. Weißt du, was ich meine? Ich würde mir das am liebsten alles von der Seele reden. Alles, damit Leute das wissen, damit sie es verstehen. Und also wenn es eine motivierende Story gibt und man sieht, was man schaffen kann. Digga, effektiv, letztes Jahr, wir waren so kurz davor alle, mit einem Bein im Knast, nicht rauszukommen für Sachen, für die man selber nicht schuld ist, wo andere Leute gemacht haben. Wir waren nicht sorgfältig. Unser Fehler, nehme ich voll auf meine Schippe. Aber glaub mir, in meinem ethischen Verständnis von damals, ich wollte niemandem was Böses, ich habe mich an niemandem bereichert, aber andere Leute haben das getan. Ich habe es aber zu verantworten. Sorry, weil ich Geschäftsführer bin. Und jetzt auf einmal bist du in einer Situation, wo du nichts Schlechtes gemacht hast, aber im schlimmsten Fall du gefickt wirst dafür, Digga. Und hast du alle anderen Leute, die noch viel weniger dafür können, weil du bist deren Chef und die vertrauen dir und die gucken zu dir hoch, wenn es ein Problem gibt. Und dann gucken auf einmal 10 Leute zu dir hoch. Wie löst man dieses Problem? Digga, und du hast selber gar keinen Plan. Du schwimmst, Digga. Ich bin 25. Woher zum Fick soll ich's wissen? Dann kommt noch Corona und diese ganze Scheiße, Digga. Und das hier so ein Tableflip zu machen, das hier so zu drehen, Digga, das ist nicht selbstverständlich. Und das habe nicht ich geschafft, das haben wir geschafft. Glaubt mir, ich wäre an vielen Stellen abgekackt, hätte ich nicht diese ganzen Leute um mich rum. Und deswegen will ich euch nur eine Sache sagen, Digga, egal wie scheiße euch im Leben geht, es gibt immer Hoffnung, Digga, es gibt immer Hoffnung. Und die Hoffnung, die kommt mit den Leuten um euch herum, Digga. Die kommt durch Freundschaft, die kommt durch echte Freundschaft. Und echte Freundschaft passiert, indem man ehrlich ist zu seinen Freunden an jeder Stelle, wo man es nicht sein muss und nicht die ganze Zeit denkt, was ist politisch korrekt, was darf ich dem sagen und wie mache ich Informationsmanagement. Seid ehrlich zu den Leuten, behandelt sie einfach gut, ob Mitarbeiter, Freunde, egal was, behandelt sie gut, Digga, und es wird euch doppelt zurückkommen, ich schwöre. Es freut mich, dass ich es so ein bisschen hier rauskommen lassen kann. Deswegen, ansonsten, Freunde, ey, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, ciao.